Hallo und willkommen bei einer weiteren Folge Call of Duty Black Ops Cold War. Wir sind immer noch in Berlin und müssen da oben den Knilch überwachen. Klick. Die Blumen sehen ein bisschen duftig aus. Was denkst du, Lazar? Klingt, als ob Volkov Kraus Aktenkoffer will. Mit einem Fallsender führt er uns direkt zu Volkov. Einer von uns kann sich in Kraus' Wohnung schleichen. Ich nicht. Ihm und seiner Frau aus dem Weg zu gehen, wird schwieriger. Bell übernimmt. Na, scheiße. Während er dabei ist, sehe ich mich draußen um nach. Ungebetenen Gästen. Park, beobachte du uns von hier aus. Ich zeig dir meine Schokoladenseite. Reizend. Oh, geil! Fuck. Fuck. Gut, wir müssen weitermachen. Sehr cool gemacht. Das finde ich ja richtig schnieke, sowas. Also sowas finde ich... Für sowas bin ich immer zu gut zu haben. Die Stasi hält jeden an. Sei vorsichtig. Ich bin Krankenschwester. Bist du nicht... Du bist eine... Prostituierte. Wenn Kraus oder seine Frau dich sehen, ist die Mission vorbei. Na fuck, das wird doch nichts. Hier gibt es keine Freya. Ja, das ist meine Nummer, aber ich fürchte, sie haben sich... Ihre Freundin ist definitiv nicht hier. Entweder hat sie ihnen eine falsche Nummer gegeben oder sie haben... Wer? Sie wird stundenlang schlafen. Räum auf. Ada, suchst du mir meinen Schirm? Ich gehe in ein paar Minuten. Mama, ich finde meine Decke nicht. Die Fresse kackt. Scheiße, wir haben das Kind übersehen. Zähne. Ich komm gleich rauf. Ada? Ada, was ist passiert? Fuck. Hallo? Tut mir leid, hier gibt es keine Freya.
Ada, suchst du mir meinen Schirm? Ich gehe in ein paar Minuten. Was? Wie sind Sie hier reingekommen? Hast du sowas? Ich hasse sowas. Gut, gleich nochmal. Hallo? Tut mir leid, hier gibt es keine Freya. Ja, das ist meine Nummer, aber ich fürchte, sie haben sich... Ihre Freundin ist definitiv nicht hier. Räum auf. Ada, suchst du mir meinen Schirm? Ich gehe in ein paar Minuten. Wird auch erschossen. Nein. Nein. Papa, kommst du? Kraus verlässt sein Büro. Versteck dich. Die Zähne. Ich komm gleich rauf. Lass dich nicht von Kraus entdecken. Ada? Ich verliere Kraus immer aus den Augen, wenn er in das Zimmer geht. Sieh dich um. Ich such schon. Wo ist der scheiß Aktenkoffer? Was? Hilfe! Hilfe! Einfach die Fresse zu halten! Bitch! Sucht ihn schon lange. Dann werden Sie Perseus sagen, dass ich ihn erwischt habe? Und Greta Keller haben wir auch. Ihr Kollege hat sie verpfiffen. Du feiges Stück Scheiße. Ernsthaft. Vielleicht, Greta. Der KGB hat tiefere Taschen. Ah, endlich. Was für eine Ratte. Perseus hat ein hohes Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Wir machen es leicht. Du willst nicht, dass ich mein Spielzeug auspacke? Ich frage nochmal, für wen arbeitest du? Ich werde dir eine... Gegenfrage. Deine Fragen sind mir echt egal. Handlungsfrage, dabei. Machen wir es mal so. Zu deinem großen Pech scheinen deine Freunde leider noch andere Pläne zu haben.
Ich könnte dich wahrscheinlich gebrauchen. Aber du bist beschädigte Ware. Nur das Grab kann einen Buckligen heilen. Ja, Stutterkopf! Voll die Arschkarte. Ja, ich lieg den hier mal weiter rum, ne? Ich sichere den Koffer. Schnapp, Volkov. Yay, balla balla. Hallo, mit Trommelmagazin. Das will ich haben. Also ich glaube, hier ist er nicht, oder? Hm. Wie gefällt dir das? Geh in Deckung! Volkov ist da lang! Bell, schalt ihn aus! Lebt es der Werwerfer? Töte ihn nicht! Hey. Im Namen des MI6. Danke. Volkov gehört uns. Mehr als er verdient. Jetzt nichts wie raus aus Ostberlin. Dann kommen gleich noch die Russen oder auch nicht. Volkovs Informationen bestätigen unsere schlimmsten Befürchtungen. Perseus hat eine Atombombe durch Ostberlin geschmuggelt. Das ist noch nicht gesichert. Er hat sie, da bin ich sicher. Wir haben in Volkovs Daten verschlüsselte Koordinaten für eine unbesiedelte Region in der ukrainischen Sowjetrepublik gefunden. Ein Überflug zeigte das hier. Ich will genau wissen, was in diesem Gebäude vor sich geht. Wir brauchen die anderen. Mason und Woods stoßen aus Kiew zu uns. Well, du steigst mit Woods hier ein. Mason und ich kümmern uns um die Evakuierung. Park sitzt am Funkgerät. Wir kennen weder Truppenstärke noch Ausrüstung. Handelt nach eigenem Ermessen, falls es zum Kontakt kommt. Werfen wir einen Blick hinter dem eisernen Vorhang. Töten. Das ist gerade ein bisschen blöd, weil da war noch eine Mission in der Ukraine offen mit Mason. Gehen wir. Oder wird das jetzt die sein? Zweifle ich ehrlich gesagt. Wir müssen uns beeilen. Aber zumindest hat sich Berlin, ja, war schon ganz nett. Auch mit den Spielautomaten. Muss auch sagen, die Abwechslung der Missionen bisher ist auch ganz okay. Wobei Stealth-Missionen mag ich nicht so sehr. Und, ja, was ist das? Das ist ein Monstrum. Die Russen könnten sonst was darin versteckt haben. Mach ein Foto fürs Kommando. Komm mit Hubschrapp. Zeit, uns die Hände schmutzig zu machen. Ich
Ich sehe oben und unten Wachen. Sagt eine Uhr 15 Minuten. Das Shooting ist vorbei. Halt doch den Sabbel! Er ging mir gerade so ein bisschen auf den Keks. Mach ein Foto fürs Kommando. Er ging mir voll auf den Sack, der Typ. Klick! Zeit, uns die Hände schmutzig zu machen. Ich sehe oben und unten Wachen. Wähle dein Ziel. Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier in die Mission reinsteigen, mache ich wieder einen Cut, weil dann haben wir, sind wir wieder ein bisschen gerade mit den Missionen und den Übergängen. 15 Minuten, denke ich mal, reicht auch aus. Deswegen sage ich wieder danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.